Mark Jefferson. Ja. Mit dem haben wir gerade einen Haufen Spaß. Sorry, this is not art. Ich kann eventuell. This is purity personified. Das ist unser Tagebuch. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Okay, ich kann ihn vielleicht auf mein Tagebuch ansprechen. See how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need the workout. Okay. Ich kann aber das. Nee, ich kann das Gespräch nicht rückgängig machen. Warum nicht? Doch kann ich. Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Mein Tagebuch. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Okay, das kann ich überspringen. Und jetzt kann ich da eventuell reinsehen. Oh my God. I could go ganz all the way back to the moment this all started. Max, this could be your chance to fix everything for good. Nein, ich will aber nicht ganz an den Anfang zurück eigentlich. Aber dann würde Chloe noch leben. Dann wären viele Dinge ganz anders gekommen. Vielleicht hätten wir Chloe auch sterben lassen müssen in der Toilette. Das war ja das Selfie im Unterricht. Ich habe mich schon daran gewöhnt, dass das Spiel mich dazu zwingt, so weit zurückzugehen. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word. I'm back. Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever again. Portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography. Kann gerade nichts tun. As long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Das eine, ich versuche jetzt vielleicht darum. Who cares? This class is hella bullshit. I'll pretend you didn't say that and let you try to answer one more. Sorry, there's no time left. I mean, your class is almost over. Oh. Well, thanks for the warning, Max. So, the Daguerrean process made portraiture quite popular. Mainly because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you finish reading the assigned chapters. Clearly, Max doesn't have the time. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes. Time to change time. To San Francisco, where you'll be feted by the first. Let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Melissa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Okay. I have to warn David about Jefferson and the dark room. Handy, Tagebuch, Notizen, Kamera. Steht da irgendwas? I still love photography when this is done. Did you know someday your pictures would actually alter time and space? This diary literally saved my life. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Okay. Found you.
Security David Madsen, jawohl. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Ich hoffe, du überreagierst zu diesem so viel wie alles andere. Und nimm Jefferson down fast. You wanted me to enter the contest, asshole. Wahrscheinlich bringt er David um. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. The past within the past. Am I pushing myself too hard? Ich glaube schon. It doesn't matter what happens to me. Victoria, it's nice to know how you really feel. Mein Handy ist platt und mir ist langweilig. Zeit für Poesie. Warum gab ich das Wort für das Bild auf? Weil ich kacke bin, aber Mark Jefferson ist klasse. Alle hier lieben ihn. Aber er scheint sich nur für Max zu interessieren. Ich will sie hassen, aber es wäre ihr egal. Neid ist eine Sünde. Vic, krieg dich wieder ein. I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Thanks. You always know the right thing to do. Und ich glaube, dass das so nicht funktionieren wird, aber ich glaube, was immer wir tun, es wird ja, letztendlich nicht unbedingt den gewünschten Erfolg bringen. Oh, Rachel. I'm sorry. Soll ich jetzt direkt mit ihm reden oder soll ich... Ich kann anscheinend nicht rausgehen. I can't go past these photo boundaries, so I need to fix everything from here. Okay, also... Moment, gut, dann geben wir ihm ein Foto. Mr. Jefferson? We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. That's okay, too. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo. And
Maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Boah, ob das jetzt das Richtige war, ich habe doch meine Zweifel. Ja, wir haben, glaube ich, damit nicht verhindern können, dass Joey erschossen wird. Oder? Okay, er wurde wirklich festgenommen. Kate ist nicht gesprungen. Sie haben Rachel Amber gefunden. Wir haben den Wettbewerb gewonnen. Haben wir dann verhindern können, dass... Wir waren ja jetzt nicht in der Toilette. Aber anscheinend haben wir Chloe trotzdem gerettet. Ich glaube noch nicht, dass das gut war. Das hat doch mit Sicherheit einen Haken. Oh, Spiel. Mach mich nicht wahnsinnig. Nein. Wow. Oh, ich hätte Kate Marsh fotografieren können in der Episode. Okay. Scheiße. You're okay, Max. You're safe. On a plane. Mit dem Direktor. I hope I did everything right this time. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass alles richtig war. Aber ich hätte Kate Marsh im Unterricht fotografieren können und habe es nicht gemacht. Na toll. Scheiße. Ich war so fokussiert auf... Verdammt nochmal, auf die Geschichte, dass ich da jetzt natürlich wieder mal nicht dran gedacht habe. Sehr ärgerlich. Chloe, oh, you're alive. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Das heißt doch, dass Nathan noch lebt. Wahrscheinlich stürzt jetzt das Flugzeug ab. Wenn ich da jetzt reinschaue, um Gottes Willen. Ich sollte mit Direktor Wells reden, ja. Moment, ich guck mal kurz hier in die SMS rein, was sich da alles verändert hat. Ach du liebe Zeit, so viele Nachrichten. Ja, wir haben mal die komplette Geschichte umgeschrieben. Wir schauen erstmal, was Chloe gesagt hat. Ich habe den Wettbewerb gewonnen. Wir müssen... Wir leben. Oh Gott. Zu spät zum Zurückspulen? Okay. Max, ich muss dich sofort sehen. Ich weiß, was mit Rachel passiert. Das trifft mich am Leuchtturm. Aha, also... Hoppla. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Unbekannte Nachrichten. Ist das jetzt ein Mix aus dem, was wir schon kennen und... Okay, Chloe kommt anscheinend auch besser mit David klar. Hier Beleidigung einfügen. Geschneit hat es trotzdem. Ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass wir uns das kurz anschauen. Okay. Ich weiß, wo du schläfst.
War das Nathan gerade? Jetzt habe ich's. Nee, das war die unbekannte Nummer. Warren. Okay. Wir haben immer an dich in der... Ja, gut, es geht halt viel um den Wettbewerb. Wie ist unser Verhältnis zu Kate? Die beiden, dass die beiden weggesperrt werden, heißt das jetzt, ja genau, Nathan wurde auch verhaftet, okay. Dana. Okay. Gut. Ich denke, da haben wir alles angeschaut. Ich kann aus dem Fenster schauen. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ach ja, wir haben jetzt das Tagebuch natürlich nicht gelesen. Da möchte ich noch mal reinschauen. Ich hoffe, es ist nicht zu viel. Oh Gott. Ich glaube, ab hier geht's los. Dann ist es nicht ganz so viel. Ich lese das mal eben vor. Als bräuchten wir eine Erinnerung an die tickende Uhr. Arcadia Base sah ich am Himmel zwei Monde. Und da dachte zumindest bis... Oh Gott, ich kann nicht lesen. Oder dachte es zumindest bis Wolken aufzogen. Ich rieb mir die Augen, nur um sicher zu gehen, dass ich nicht halluzinierte. War es ein weiteres Zeichen oder eine Fata Morgana? Andere sahen es auch. Nur Chloe war blind für alles außer Rache. Also ging sie in die Sporthalle, um Nathan zu finden, bevor ich sie einholen konnte. Nathan weiß nicht, dass auch ihm die Zeit davonläuft. Ist nicht ironisch gemeint. Uns läuft sie auch davon. Meine erste und letzte Vortex-Party. Blinkende Lichter und DJ Doom legte auf. Kein Kommentar. In einer anderen Realität würde ich auf dieser Party in einer Ecke stehen und darauf warten, dass mich jemand zum Tanzen auffordert. Und da wäre das größte meiner Probleme gewesen. Jetzt sieh mich an. Ich musste erst Chloe und dann Nathan finden, bevor sie ihm eine Kugel verpasste. So bösartig Victoria mir auch erschien, sie ist eigentlich nur eine furchtbar unsichere Person mit Talent, Leidenschaft und einer Tendenz, grundlos grausam zu sein. Unser Drama war unbedeutend, ich nehme an, dass sie eine Rolle in all dem zu spielen hat. Also warnte ich sie, ohne Details zu Nathan preiszugeben. Sie glaubte mir und es fühlte sich gut an, eine Verbindung zu meiner ehemaligen Feindin zu schaffen. Ein kleiner Lichtblick in der Dunkelheit, hoffentlich nicht der letzte. 11. Oktober, glaube ich. Ich sah Chloe wieder sterben, getötet von meinem Lieblingslehrer. Warum? Weil wir dumm waren und uns von Jeffersons Nachricht täuschen ließen. Wir gingen also zum Schrottplatz und in seine Falle. Wir hätten die Polizei rufen sollen, als wir Rachel fanden, aber Chloe und ich waren schon zu weit gegangen. Ich denke immer, ich sei unbesiegbar oder eine echte Superheldin. Heldin, aber ich bin nur Max Caulfield. Ist meine Kraft nur ein Unfall des Schicksals oder werde ich wie Chloe bestraft? Was haben wir getan, um das zu verdienen? Was hat Rachel getan? Kate, William... Dann ist da noch Mark Jefferson. Ich kann ihn nie wieder Mister nennen. Ich bin immer noch geschockt, dass er hinter der Dunkelkammer steckt. Aber in Fragmenten der Zeit erkenne ich, dass Jefferson stets Hinweise fallen ließ. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, wie lange er das schon tut und wem er es antat. Die Nadel. Ich kann sie noch fühlen. Gott sei Dank erinnere ich mich nicht, wie ich für Jeffersons krankes Shooting posiert wurde. Denk nur an all die anderen, die das durchmachen mussten, wie Rachel und Kate. Das bestärkte meinen Entschluss, aus dem Raum zu entkommen, um wenigstens ihn aufzuhalten und Chloe zu retten. Ich musste so oft in meine eigenen Fotos zurück, dass es mich verwirrte. Schlimmer, ich wusste, ich versaute wieder mehrere Realitäten, aber mir blieb keine Wahl. Chloe würde nicht auf dem Schrottplatz neben Rachel Amber sterben. Und niemals würde Jefferson die letzte Person sein, die ich je sehe. Ich kann mir nicht mal vorstellen, mit Jefferson im Studio zu sein und mich so zu verhalten. Alles war so sauber und steril und fühlte sich doch wie der schmutzigste Ort der Welt an. Wenn ich nicht die Zeit manipulieren könnte, was hätte ich getan? Was hätte ich tun können? Manchmal kam ich mir entfernt vor, als sähe ich mir selbst zu, wie ich durch diese Hölle gehe. Aber dank des Fotos aus Jeffersons Klasse half er mir persönlich bei der Flucht. Ich fühlte mich schrecklich, dass Victoria hier gelandet war, nur weil ich sie vor Nathan gewarnt hatte. Ich hätte wissen sollen, dass sie Schutz bei Jefferson suchen würde. Stattdessen entführte er sie und ermordete sie beinahe. Wegen mir. Ich werde nie Jeffersons Blick vergessen, kalt und gemein. Ich kam mir vor wie in einer dieser Krimiserien, die Mama so mag.
Wie wird jemand bösartig? Er schoss Chloe in den Kopf. Einfach so. Elender Wichser. Ich wünschte, die Polizei hätte Nathan verhaftet, nachdem ich Direktor Wells von den Drogen erzählte, die er Kate eingeflößt hatte. Er könnte noch leben und hätte Jefferson belasten können. Unglaublich, dass ich scharfstellend in mein Selfie aus der Kunststunde am Montag zurück konnte. Ich warnte David in einer Nachricht wegen Jefferson, nachdem ich mein Foto für den Wettbewerb abgegeben hatte. Puh, ich bin nun nicht ausgeflippt, weil ich diese irre Kraft habe. Ich muss sie dieses eine Mal richtig einsetzen und dann vielleicht nie wieder. Es war seltsam, wieder in Jeffersons Stunde zu sein, als hätte er mich nicht eben erst in einem Bunker gequält. Ich sah ihn zum ersten Mal, wie er wirklich ist. Ein manipulativer Psychopath, der nur Mist labert. Er benutzt Kunst, um Leute zu verführen, aber besteht nicht aus nichts als Hass und Perversion. Ich bete, dass ich diese Zeitlinie reparieren kann. Oh Gott. Ja, und natürlich habe ich es echt mit den Fotos schon wieder verbockt. Das ärgert mich jetzt total. Verdammt. Nein. Ach, ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Moment. Ja, ich hätte, glaube ich, schon 3 Fotos machen können. Und ach, Mann. Ärgerlich. Bildschirm benutzen, Zeitung ansehen. Beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Oh mein Gott. Ich überfliege das nur, weil ich will jetzt nicht nur lesen in dieser Folge, die sowieso gleich zu Ende ist. Ihr könnt euch das gerne anschauen, beziehungsweise ich würde sagen, in der nächsten Folge reden wir dann mit Direktor Wells. Und ihr könnt euch diesen Artikel hier anschauen. Und ich glaube noch nicht so ganz, dass wir jetzt wirklich alles im Griff haben, aber wer weiß. Und ja, ich bin sehr gespannt. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.